andere Stoffe aus als die, die sowieso schon im Flugzeugsprit enthalten sind. Nun muss man sagen, im normalen Flugzeugsprit, sei es der JP8, also der militärische Flugzeugsprit, oder auch der zivile, haben sowieso so viele Additive drin, Fließverbesserer, Additive jeglicher Art, die also A, hochgiftig sind, aber die als technische Maßnahmen, die für wichtig erachten. Korrosionsschutz, alles Mögliche. Mhm. So, also von den über 20 krebserregenden Stoffen der Welt sind an die 17 da sowieso schon drin. Insofern müsste das Zeug schon fast deswegen verboten werden. Insofern muss man sagen, auch der normale Flugzeugsprit ist an sich schon eine gewisse Art von Chemtrail, was da hinten rauskommt. Aber hatte eben nicht diese Eigenschaft, dass es eben so lange hält. In der Verbrennungskammer eines Triebwerkes herrschen über 2200 Grad. Und eure Stoffe, wie Aluminium, wie Barium, wie Strontium und meinetwegen, was ich noch alles, haben eine Zersetzungstemperatur von höchstens 600 Grad. Also, das heißt, über das Benzin im Triebwerk, in der Verbrennungskammer, werden diese Stoffe unschädlich gemacht. Und da kann hinten nichts anderes rauskommen als Wasserdampf. So, das meinte ich. Schaut mal, wie der steil geht, die ganze Zeit. G-Kräfte. 7G, oder 6G. Jetzt müsste ein Mensch schon längst abbrechen, glaube ich. Und Leute von Spezialkommandos, also von Streitkräften, der Flieger, müssen 7G oder 6G 16 Sekunden aushalten. Herr Altdingel, so, erzählen wir mal. Er ist doch schon lange unterwegs, aber ich ziehe jetzt trotzdem mal. Er geht die ganze Zeit steil. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, die ganze Zeit, Alter. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Jetzt wird der Mensch schon ohnmächtig, trotz Spitzenleistung mit Stressatmung und Spezialanzug erwähnen. Alter. Die Lügen! Keine Kennung. Geht hier steil, oh, die ganze Zeit, Alter. Ist nicht möglich. Das ist ein Befreiungsmensch, das kann man doch ja wohl sehen, oder? Alter, das ist doch nicht normal. Nicht viel. Alter, dass ihr, wenn die noch die Scheiße erzählt, das ist doch ein Fakt da, was man da sehen kann. Ich verstehe das nicht, Alter. Wie könnt ihr so die Scheiße erzählen? Mit eurem Heilmedium und so. Das muss ja dann fliegen können. Aluminium oder was? Wie sehen denn die Partikel, die Nanopartikel von Aluminium? Die Gasförmchen, die könnte man gar nicht sehen. Nee, echt. Und jetzt habe ich noch ein Beispiel, dass du, Birne, das sogar selber sagst, dass es nicht physikalisch möglich ist. Rüber, also wer ist denn das? Alter, was auch jetzt. Schönes Beispiel jetzt, wie dumm du bist. Du erzählst es. Und weißt nicht. Horizont. Und was macht er? Was macht er? Was ist Scheiße? Er steigt 90 Grad in die Luft und das kann kein Mensch, Alter. Erzählt mir nicht so eine Scheiße, Alter.
Nun hört's auf, Alter, mit euren scheiß Taktiken, Alter. Länger. Gleich geht das Flugzeug auf der Stelle. Und dann plötzlich der eine Streifen abreißt und nach ein paar Sekunden wieder einsetzt. Und sowas ist physikalisch überhaupt nicht möglich, weil beide Flugzeuge in gleicher Höhe in etwa fliegen. Kein Tankvorgang zurzeit stattfindet. Und trotzdem der eine kein Streifen und dann doch wieder ein Streifen. Sowas ist physikalisch überhaupt nicht drin. Ja. Wir lassen es einfach nochmal laufen, wenn wir das mal einblenden. Wir sehen jetzt da die Flugzeuge, die du am Mittwoch, den 19. September 2012, da erwischt hast. Und wenn man genau hinschaut, sieht man jetzt, dass es nicht eins ist, sondern es sind zwei. Genau. Da links oben fliegt einer. Ich versuche den mal da so ein bisschen mit dem Mauszeiger zu fangen. Hier. Da ist ein Flieger da und hier unten drunter ist ein Flieger. Den sieht man recht deutlich, den sieht man nur im Schatten. Man kann ja auch mal die Pausentaste betätigen, wenn man es ganz genau sehen will. Ja, gute Idee. Und der wandert nämlich dann gleich, also nachdem die beiden Flieger da die Wolke da durchquert haben, wandert der dann raus. Der andere Flieger kommt noch und von ganz hat noch, nein, er bleibt erst noch also fast im Schatten von dem anderen und dann plötzlich reißt er ab, das wird man gleich sehen. So. Wir haben auch einen kleinen Text dazu drin. Ja. Ich stopp das jetzt gerade mal. Jetzt hat er abgerissen. Jetzt haben Sie gesehen, hier endet plötzlich der und hier ist vom ersten Flieger nach wie vor beide Triebwerke rechts, links und das endet plötzlich. Und jetzt, liebe Zuschauer, schauen Sie, was weiter passiert. Ja. Hier, es endet. Genau. Und der fliegt weiter, der andere fliegt da unten drunter. Genau. In gleicher Entfernung, das heißt, er vermindert auch nicht die Geschwindigkeit, weil einige Leute meinten, der hat Gas weggenommen. Das ist Quatsch, dann müsste er langsamer werden. Er wandert aber gleich nach unten aus, sodass er nur noch ganz schlecht zu sehen ist. Und da setzt er wieder ein. Siehe da. Ja. Plötzlich entsteht, und das ist ja das, wo ich sage, da kann man uns dann nicht mehr ein X vor ein U vormachen. Ja. Die fliegen in gleicher Höhe, die fliegen nebeneinander, das Wetter ist dann nicht 100 Meter weiter kälter oder wärmer. Und da hat er keine Streifen, wahrscheinlich war einer der Sprühbehälter leer, da musste umschalten, wie man früher beim Moped auf Fritz umgeschaltet hat. Man weiß es nicht, aber... Ja.